Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Freue mich, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. So, ich werde jetzt halt ein bisschen was vorbereiten und zwar hatte ich vor, dann jetzt anzufangen mit dem Häuschen. Ich werde erstmal alles aus meinem Inventar rausschmeißen, was ich nicht brauche. Ein bisschen Holz mitnehmen oder vielleicht sogar Holz sammeln müssen. Ich weiß gar nicht, ob ich genug Holz habe. Das nicht. So. Stein. Steinziegelzeug, okay. Ach komm, ich schmeiß da jetzt einfach alles rein. Die Truhen sind sowieso nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Gefällt mir nicht so dolle. Kies, Erde. Nehme ich nochmal ein Stack mit. Oder brauche ich Erde? Ja, doch, ich glaube, ich brauche Erde. Andesit, Diorit, Kohle mehr, die können wir hier auch reinmachen. Haben wir ja inzwischen Zeit schon ein bisschen was gesammelt. Erde, also Feuerstein lasse ich auch mal da. Ich habe eine Hasenpfote gefunden. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Let's Play hatte oder als ich offline was gemacht hatte, ich weiß es gar nicht mehr. So, dann brauche ich Holz. Ich nehme Eichenholz mit. Buche. Das nehme ich noch mit. Ich habe hier noch was. Nicht viel. So. Das sollte erstmal reichen. Ah, ich nehme noch Glas mit. Für das Fenster, was ich gesagt habe. Glas habe ich hier drin, glaube ich. Sieht ein hellblaues Glas aus. Würde mir das gefallen? Keine Ahnung, ich benutze es einfach mal. Einfach mal so, um ein bisschen Farbe mit reinzubringen. Ah, das kann man eigentlich gleich tun oder so. Das ist wieder sowas. Da nimmst du wieder das ganze Zeug mit und am Schluss denkst du, ah, warum hast du so viel Scheißdreck im Inventar? Genauso wie ich niemals drei Stacks Glas brauchen werde und trotzdem wieder mitnehme. Der Eingang, der sieht so. Ich weiß noch nicht, so bescheuert aus? Kann man bescheuert sagen dazu? Ja. Und hier hätte ich gerne das Fenster drin gehabt. Der muss weg. Genauso wie sein Nachbar. Ach, wie mich das nervt, dass es für die 1.8 keinen Timber-Mod gibt. Dass man noch alles selber wegkloppen muss. Furchtbar. Ach ja. Na, seht ihr, das habe ich jetzt gemeint. Jetzt habe ich natürlich das ganze Zeug weg. Das hat genau gereicht. Ja, ich finde, es geht doch. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. So, jetzt muss ich von oben den Cobblestone noch zumachen, dass man den nicht sieht. Obwohl, eigentlich sieht es gar nicht so. Vielleicht nicht ganz wegmachen, sondern bloß hier das Stück. Quatsch. Hierhin. So, das ist
bisschen natürlich aussieht. So. Naja, gut, natürlich sieht das jetzt nicht wirklich aus, aber so ein bisschen hier rum. So, das weg. Das gefällt mir nicht. Eigentlich müsste das auch weg. So. Dass das hier ein bisschen rausguckt. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Das sieht gar nicht so übel aus. Dann würde ich aber fast behaupten, dann mache ich hier. Habe ich noch Cobblestone? Natürlich nicht. Dann mache ich hier und hier. Mache ich nämlich noch Cobblestone hin. Den kriege ich mal ja schnell. Da gehen wir einfach mal hierher. So, ein bisschen Koppel. Bruchstein meine ich. Nicht Cobblestone, Bruchstein. So, dann kann man das hier zumachen. Und hier zumachen. Und dann sieht das Ganze doch gar nicht so übel aus. Den Zeh noch ein bisschen angleichen. Ach, das geht nicht, oder was? Weil wir bescheuert. So, doch, wenn ich glaube, ich das hier wird noch wegmacht, dann müsste es eigentlich gehen. Oder? Nee. Das ist blöd. Egal, dann lassen wir das so. So. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Jetzt machen wir da noch ein bisschen davon hin. Und davon, da und da ein bisschen was. Das kann dann ein bisschen wachsen. Das ist dann mehr Deko. Perfekt. Dann sieht das schon mal gar nicht mehr so schön. Da wächst ein Pilz. Meiner. So, dann hätte man das. Na, das kommt doch eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man sich das jetzt mal so anguckt. Hier ist zu, ne? Ja, sonst hätte ich gesagt, machen wir hier nochmal das Gleiche, aber das könnte man ja eigentlich dann hierher machen, das Gleiche. Das Holz könnte man mal wegmachen, das braucht man nicht. Genauso die Stelle, die brauchen wir jetzt auch nicht. Schnell, schnell hochgebaut, dass der Eggie nicht alles nimmt. Und was macht er? Mir alles klaue. So. Und dann würde ich fast behaupten, dass wenn man dann von hier kommt, hier dann der Eingang ist. Ein Zweier-Eingang machen wir. Das muss aber dann auch noch. Können wir das hier?
geht man hier so rein und dann müsste das eigentlich hier noch die Fackel rein. Ja, ich bin jetzt ein bisschen stiller, ich bin so mehr im Gedanken vertieft gerade, wie ich es am besten baue. Jetzt wird schon wieder dunkel, ne? Wahnsinn. So, und dann würde ich sagen, dass man hier dann den großen Raum anfängt. Dass man hier dann einfach einen etwas größeren Raum reinbaut, mit Lager und allem drum und dran, wo dann die... Oh, mache ich einen XP-Farm oder mache ich nur einen Monster-Schredderer? Oder mache ich beides? Uiuiui, da habe ich... Da muss ich mir noch ein bisschen Gedanken machen diesbezüglich. Weil das wird auf jeden Fall auch was Größeres. So, ich muss jetzt erstmal überlegen, wo war denn der Monster-Spawner direkt? Der war hier. Das heißt, der läuft nach da runter. Ungefähr die Höhe. So. Sagen wir mal, der ist ungefähr hier in dem Bereich. Der läuft hier runter und dann müssten die hier vorne, müssten die runterfallen und dann kann man sie gerade kaputt schlagen. Okay, das müsste eigentlich gehen. Den ganzen Berg hier mal aus, soweit es geht. Dann sollte das eigentlich passen. Aber ich glaube, ich muss noch mal zurück ans Lager und mir noch ein bisschen was holen. Weil ich brauche nämlich die ganzen Steine. Habe ich noch Holz? Ja, Holz habe ich ja mitgenommen. Dann machen wir hier nochmal eine Werkbank rein. Das weg. So, und machen dann hier nochmal eine kleine Truhe hin. Und hauen da erstmal alles rein. Dann hole ich mir nämlich jetzt ja nochmal aus dem Lager alles, was ich brauche. Im Ungefähren, was ich denke, was ich brauche. Und dann passt das. Da können wir nämlich hier arbeiten, ohne andauernd ans Lager rennen zu müssen. Skelette. Zombies. Verschwinden. Der Pfeil klebt immer noch da drin. Ist schon lustig. Wieso ist hier so dunkel? Hatte ich hier keine Lampen drin? So, hoffentlich ist hier nirgendwo ein Creeper um die Ecke. Gehen wir nochmal schnell pennen. So. Nee, gut. Dann brauche ich jetzt wieder Bruchstein. Jede Menge Steinziegel nehme ich mal mit. Das nehme ich mit. Das nehme ich alles mit. So, ich nehme es lieber mit. Lieber habe ich es dort, als dass ich dann wieder fünfmal rennen muss. Diorit brauche ich nicht. Kies auch nicht. Holz habe ich. Sand brauche ich auch keinen. So, im Eigentlichen müsste ich alles haben. Ja, gut, ich habe eigentlich alles. Und ich würde sagen, dann in der nächsten Folge werde ich dann anfangen zu bauen. Werde vielleicht offscreen ein bisschen was vorbereiten. Also das heißt, ich werde den Berg mal ein bisschen aushöhlen, dass es nicht so ewig lange Abbau. Arbeiten gibt, vielleicht nehme ich es auch auf und tue es halt in doppelter Geschwindigkeit rausbringen. Weiß es noch nicht, das sehen wir dann. Und bis dahin würde ich sagen, danke, dass ihr zugeguckt habt und freue mich, wenn ihr mir einen Daumen hoch für das Video gebt, wenn es euch gefallen hat. Kommt mal bei mir auf dem Kanal vorbei, abonniert mich, um öfters mal solche Videos sehen zu können. Und bis dahin sage ich mal Tschüss, bis zur nächsten Folge.